Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistadt TV. Heute habe ich was ganz Tolles, Neues für euch in unserem Megastore. Simply Collect, was ganz, ganz Tolles und was das genau jetzt ist, das verrate ich euch jetzt. Willkommen bei Freistadt TV. Warum hat jetzt mir Simply Collect so gut gefallen? Also, ihr wisst ja, ich fahre gern auf den Campingplatz, dann stehe ich da, spüle ich ab oder Zähne putzen und alles. Und dann muss ich jedes Mal mit der Spülschüssel unter mein Abwasserrohr und das da auffangen und wegbringen. Und eigentlich nervt mich das immer. Dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, hey, der Michael hat echt eine coole Idee. Denn auch viele, die wo bei uns neue Fahrzeug kaufen oder einen Wohnwagen kaufen, kommen und sagen, Moni, ich bräuchte nur einen Abwasserschlauch oder wie kann ich das ablassen? Und dann sagt die Moni, ja, welchen Durchmesser habt ihr? Und dann haben wir unser großes Problem. Und jetzt kommt der Michael ins Spiel und erklärt uns mal, wie Simply Collect entstanden ist und was das eigentlich genau macht. So, ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich würde gerne mal zeigen, was ich so Tolles entwickelt habe und wie die Idee überhaupt entstanden ist. Und in der Tat, mich stören beim Campen so gewisse Dinge, wie Gerüche, die da so entstehen, wenn man morgens beim Frühstück sitzt und hat neben einem eine Wanne stehen, die Grauwasser sammeln. Und diese Fontäne kommt dann zu dir unter deine Nase. Das ist einfach furchtbar für mich. Ne? Mag vielleicht für andere auch so sein. Mich interessiert ebenso bei der Entwicklung, hat mich interessiert das Volumen, was ich heute ersparen kann, wenn ich früher solche Wasserbehälter, Rollcontainer und das Fahrzeug gestellt habe, die einfach immer groß sind, immer Volumen, wo ich mit mir trage und das Gewicht. Ja, und so kam diese Idee, diese Entwicklung vor 4, 5 Jahren ins Spiel. Ne? So, was kann man dagegen tun, um Gewicht zu sparen, Volumen zu sparen, geruchlos, ohne Kontaminierung, weil viele lassen ja die Dinger überlaufen und dann ist der ganze Boden kontaminiert, was genauso eklig ist. Und die Idee entstand dann eben, Simply Collect zu bauen oder auszutüfteln. Ja, wenn man jetzt hier schaut, so ist es an die Fahrzeuge, genau. Einfach unterschiedliche Größen. Ja. Und da hattest ja du dann die Idee, eins für alle Größen. Kann man so sagen, genau. So wie der Name schon heißt, Simply, so simpel ist es auch, mit verschiedenen Größen zurechtzukommen, dass man eben eine Muffe hat, einen Anschluss, wo ich mich anpasse an verschiedene Rohrdurchmesser beim Hersteller. Vielleicht kannst du es ja mal kurz zeigen. Ich zeig das gerne mal. Ich habe hier 28, 30, 32 mm kann ich mich mit einer Reduzierung anschließen am Fahrzeug. Bei 40 mm ist eine Nummer größer, kann ich diese Reduzierung herausnehmen. Kann ich mich bei 40 mm anschließen am Fahrzeug. Dann haben wir heute 1,5 Zoll mit einem Außengewinde. Habe ich hier ein Innengewinde mit einem O-Ring versehen, wo ich mich dann direkt anschrauben kann. Und letztlich geht es darum, dass ich eine Verbindung zum Fahrzeug geschaffen habe. Habe ich in dem Moment getan. Beim Wohnmobil ist es jetzt super einfach, weil ich jetzt natürlich noch einen eingebauten Grauwassertank habe. Ich kann in dem Moment, wo ich das angeschlossen habe, sofort meinen Hahn aufmachen. Ich benutze meinen Grauwassertank, wenn ich stehe, auf dem Campingplatz eigentlich nur als Durchgang. Mhm. Ich möchte die Brühe gar nicht im Fahrzeug haben, ich leite es direkt nach draußen. Du hast es angeschlossen, kannst den Hahn direkt aufmachen. Die Flüssigkeit läuft durch den Schlauch exakt bis zu dem grauen Adapter, weiter nicht. Der Durchfluss entsteht erst dann, wenn ich meinen Fallkanister nehme, der am Schluss der Kette ansteht. Den nehme ich heute, den habe ich bei mir irgendwo in einem Außenfach, ne, wo da kann er vor sich muffen, auf gut Deutsch. Ne, in einem Außenfach, wo er keinen Platz braucht. Das ist ein 20 Liter, wenn er leer ist. Und das Ende vom Schlauch, der war angeschlossen, das Ende vom Schlauch wird einfach nur auf den Fallkanister drauf gedrückt. In dem Moment, wo ich den aufdrücke, habe ich meinen Durchfluss. Beim Betätigen tue ich einen Stößel drücken und jetzt habe ich meinen Durchfluss. Es ist alles beides dicht. Es ist geschlossen. Es ist ein geschlossenes System, da riecht nichts. Ja, und ohne Kontaminierung, ohne Vertropfen, Versabbern. Und das ist eine dichte Sache. Und ich habe schon Leute gehabt, auf der Messe stehen, die dann gesagt haben, ja, 20 Liter ist aber ganz schön schwer zum Tragen. Denke ich, ja, du kannst ja auch nur 10 Liter reinlassen oder 15. Ja. Es geht ja darum, was man maximal abpumpen kann. Ja. Du kannst jederzeit aufhören, wenn du sagst, ist mal zu schwer. Du drückst nur den Knopf. Und du hörst das Knacken, du hast oben und unten ein Ventil, was sofort wieder schließt, dass nichts nachtropft. Das war's. Im Set sind 2 Stück, 2x20. Du nimmst den vollen, der richtet sich ja auf, ne, der volle, den tragst du auf die Seite. Der ist jetzt leer, simuliert.
den vollen tust du auf die Seite legen und den zweiten aus dem Set legst du wieder drunter und adaptierst ihn einfach nur wieder. Und das war's. Und du hast durchgehend deinen Abfluss und durchgehend ohne Kontaminierung, ohne Geruch. Nach dem Gebrauch, beziehungsweise irgendwann kommt der Punkt, wo du es entleeren musst, das nimmst du, den vollen Behälter, du öffnest den an der Schraubkappe hier oben, einfach aufdrehen. Das ist nicht nur ein Ventilverschluss mit einem Schlüssel drin, ich kann das mal hier rum zeigen, ja, wie das arbeitet, wenn ich den Kuppler adaptiere, das ist auch gleichzeitig ein Verschluss, dann drehst du einfach runter von deinem Wasserbehälter und drehst ihn um und dann wird er entleert und du musst den auch nicht halten dazu zum Entleeren, sondern der kollabiert. Und das heißt, der läuft von alleine leer, da musst du gar nichts machen, also nicht halten ist nicht nötig. Ne? Also und nach dem Gebrauch, das war mir eben wichtig, tust du wieder schön hinfalten, wie ihn aus, wie ihn gekauft hast, machst wieder deine Kappe drauf. Bitte waschen kann man den, muss nicht. Ich wasche meine nie aus seit 5 Jahren. Das ist einfach so, der bleibt, das sind Grauwasserbehälter nicht mehr. Und dann kommt er wieder in mein Außenfach und wartet auf den nächsten Einsatz. So, und das nimmt keinen Platz weg, wiegt im Ganzen 700 Gramm, 2 Stück mit einem Schlauchanschluss, das ist kein Gewicht. Und ich kann 40 Liter maximal bunkern. Ich könnte natürlich optional noch erweitern, wenn ich möchte, aber 40 Liter reichen aus. So, Michael, jetzt kommt aber bestimmt auch die Frage, ja, jetzt habe ich an meinem Campingplatz einen direkten Ablass. Ja. Und das ist jetzt echt cool, aber kann ich es auch direkt ablassen? Und da hast du ja auch mit dran gedacht. Genau, du hältst es schon in der Hand. So klein und simpel ist es. Das ist in jedem Set einfach mit dabei. Du hast es am Fahrzeug angeschlossen. Du bist jetzt auf deinem Premiumplatz und stellst fest, du kannst direkt die Brühe ableiten. Also brauchst du eigentlich deinen Fallkanister nicht, ne? Als geschlossenes System. Mhm. Du gehst einfach von meinem Set her und machst den Schlauch hinten, den Anschluss drehst du einfach runter. Ja? Und in jeder Kiste, in jedem Set, was wir haben, ist ein Schlauchanschluss, das sieht so aus, den drehst du stattdessen drauf. Und der ist in jeder Kiste drin. Wir haben mal hier einen Schlauch vorbereitet, wie das dann aussieht. Ja? Und du kannst dann je nach Länge deine eigene aus dem Shop, eben die 6 Meter oder 8 Meter Schlauch, kannst du draufstecken. Und dann ist übrigens ein 19 mm Durchmesser. Genau. Den gibt es bei uns auch. Und den drehst du einfach jetzt stattdessen drauf und dann kannst du den direkt ableiten. So, das hast du beide Szenarien. Ne? Also nächstes Problem gelöst. Genau. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zusammen raus. Genau. Wir suchen uns einen Wohnwagen und ein Reisemobil. Ich glaube, wir haben ja hier ein bisschen eine Auswahl stehen. Jo. Und dann zeigen wir mal, wie man das direkt vor Ort anbringt. Ja, jetzt sind wir draußen an einem Detlef. Da sieht man jetzt ganz schön, der hat das Außengewinde. Genau. 40. Ja. Ah, 1,5 Zoll. Okay. Und dann zeig mir einfach mal, wie man es drauf macht, oder? Genau, ich zeig dir einfach, wie ich das mache. Ich nehme mein Set. Ich habe euch schon gezeigt, dass ich innen Reduzierung habe. Die kann ich bei 1,5 Zoll kann ich die beide wegnehmen. Ich habe innen noch mal einen O-Ring zum Abdichten. Und ich gehe jetzt einfach nur her und tue meinen Anschluss auf das Fahrzeug aufdrehen. Ja, das geht relativ flott, wie du siehst. In dem Moment, wo ich es drauf gedreht habe, kann ich jetzt schon meinen Hahn eigentlich öffnen, wenn ich will. Mhm. Und kann es direkt rauslaufen oder eher, wenn ich es möchte. Ich lasse es direkt immer. Das hängt so, du kannst den Hahn aufmachen, die Flüssigkeit geht bis dahin aber nicht weiter. Ich nehme meinen leeren Fallkanister, den lege ich einfach ohne Luft, nicht aufblasen bitte, sonst funktioniert das System nicht. Und du drückst den einfach nur drauf und das war's. Zack, fertig. Und jetzt hat es geknackt, jetzt ist die Ventilstellung auf offen und der Durchfluss ist da und der Behälter, da geht es auseinander. Und wenn der nachher, habe ich schon geklärt oder erklärt drin, wenn er voll ist, einfach wieder die Kopplung drücken, den auf die Seite schieben, den zweiten aus dem Set wieder nebendran und einfach wieder drunter. Ja, natürlich wollten wir jetzt mal unsere Freistadt TV-Freunde zeigen, jetzt sind wir einen Wohnwagen. Genau. Man muss natürlich immer schauen, was man hat. Ja. Auch ein bisschen. Da haben wir jetzt ein 32 mm. Das ist 32? Ja. Okay. Schau so mal, so täuscht mein Augenmaß. Aber das Gute ist ja, dass man bei dir einfach ausprobieren kann, welche selbst wenn es 30 wäre oder 28, wäre es mir auch wurscht. Das wird trotzdem noch passen. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich der Auslieferzustand, den wir haben. Da brauche ich also keine Reduzierung rausnehmen. Das probiert doch jetzt. Ich probiere das einfach aus. Das steckst du einfach nur drauf. Das war's. Hm, siehst du? Das liebt die Moni, alles was einfach ist. Zack. Und schon geht's wieder. Genau. Jetzt sind wir bei einem Pössl. Und da ist ja leider immer so, dass der Ablass ziemlich in der Mitte ist. Also da muss ich dann auch mal mit meiner Schüssel da so weit rein.
Wir haben es jetzt schon angebracht. Man sieht jetzt ganz schön, dass es wirklich dicht ist. Also es läuft jetzt nichts raus, ja, weil der Hahn ist nämlich schon offen. Der Hahn ist auf. Ne? Und ich würde sagen, du steckst es jetzt einfach mal an und dann, genau, sieht man auch mal, wie schnell das eigentlich voll wird dann. Genau, also das ist mein leerer Behälter. Ich habe ihn angeschlossen. Ich lege den einfach nur in das Auto und nehme meine Kopplung und die drücke ich da drauf. Und in dem Moment, wo ich sie drauf drücke, sieht man jetzt bereits schon, dass mein Wasser reinschießt und jetzt geht mein Behälter auseinander. Mach's doch noch mal kurz weg, dann sieht man noch mal, wie schön dicht das ist. Das finde ich nämlich super. Schaut's mal, das ist doch echt klasse. Das ist ein Wassertropfen, mehr haben wir nicht mehr. Genau. Also wir lassen jetzt einfach mal, deswegen sind wir ja da, jetzt lassen wir einfach mal reinlaufen. Ne? Ja, liebe Freistadtfreunde, wenn ihr jetzt auch von Simply Collect so überzeugt seid wie ich, weil ich finde es richtig klasse, dann könnt ihr das Ganze natürlich bei uns in unserem Online-Shop bestellen. Die Verlinkung ist unterm Video oder natürlich direkt bei uns im Sulzimos. Und in unserem Katalog 2023 ist das Ganze auch drin. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du es uns erklärt hast. Und gebt uns natürlich ein Like, abonniert uns, besucht uns auf der Freistadt auf Instagram. Und dann sagen wir zwei einfach mal Tschüss. Servus. Ciao. Thank you.